Hello again! Es war wieder so weit, gell, letzte Woche. Hello, alive! Und was weiß ich noch alles? Die Deppe oder heißt es Narren? Haben wieder mal das Maul aufgerissen. Sperrangelweit. Naja, und bei der nächsten Halsentzündung, wenn wieder mal eine Stimme fehlt, hast halt mal, ja, Erkältungszeit. Naja, als beide. Okay. Als beide. Wenn ich es mir recht überlege, dann missfällt er mir, der Philipp. Also, der Philipp missfällt. Sagt er doch, die Hartz-IV-Kinder-Regelsatzerhöhung ist ein Anschub für die Tabak- und Spirituosenindustrie. Ich meine, der kann doch nicht einfach sagen, die Kinder der Hartz-IV-Empfänger, die haben ja, weiß Gott, genug Kinder, werden alles Alkoholiker und Kettenraucher. Und wenn er die Eltern meint, dann soll er doch die Klappe halten. Sonst höre die noch auf und lebe länger. Das ist mir doch auch nicht, oder? Im Prinzip, also ohne Unsinn, im Prinzip ist es vielleicht ganz clever, denen ein wenig mehr Kohle für die Drogen zu geben. Also wenn ich so einer durchzuschleppen hätte, ich würde den mit Zigarette und Schnaps zuschütten, bis er halt dann mal genug hat. Ja? Apropos Alkohol, Zigarette. Wann hat er zum letzten Mal eine Prunksitzung miterlebt, frage ich mich. Alles hat's vier oder was? Die sind nicht nur arm, sondern auch blöd im Kopf, oder wie? Ach so. Ja gut, es könnte schon sein. Vielleicht hat er ja recht. Vielleicht hat er recht. Ich jedenfalls muss mein Bier noch selbst bezahlen und holen. Selber holen. Ach, Gerda. Ach, Gerda. Das könnte ich nicht so gut brauchen, wo so kalt und draußen ist und der Weg so lang und so weit in der Keller, weiter als uns. Naja, mir kommt es manchmal so vor, als ging jetzt alles der Bach runter. Seit du nicht mehr da bist. Schau doch mal, die Milliardäre bescheißen die Anleger, die Banken bescheißen die Kleinanleger, die Bahn bescheißen die Mitarbeiter. An wen kann ich jetzt noch bescheißen? Ja, höchstens mich selber. Müsste ich mal einen Autobauer fragen, wie das geht, dass man sich jahrelang selber... Also gut, ich habe jetzt gar kein Auto, gell? Aber stellen Sie sich das mal vor, da gibt's jetzt 2.500 Euro Ücken, wenn Sie ein neues Auto kaufen. Also eins, das mit Benzin fährt. Verstehen Sie? In 3 bis 5 Jahren kostet der Liter Sprit mindestens 2 Euro. Und Sie haben einen Benzinmotor unter der Haube, dann merken Sie es auch, gell? Ja, ganz toll, super, klasse, danke. Wunderbar. Als wäre mich bescheißen die nicht. Die nicht. Nee. Da müssen schon ganz andere kommen. Die Ulla Schmidt, also zum Beispiel, die hat mich... Ich sag mal, heute vorerst nichts mehr. Man weiß nie, wer alles zuguckt. Man kriegt noch Ärger mit dem Staatsanwalt oder so. Brauch ich aber nicht. Den Ärger brauche ich nicht. Warte mal. Ich brauche keinen Ärger. Sondern, ja, ich habe mir es gedacht. Ich weiß nicht, ob die da drin den DSF auch empfangen können. Aber was wäre das Leben ohne meine Lieben? Im Fernweh. Also immer schön dranbleiben. Und wie immer an dieser Stelle schon, good night. Good fuck.